So, hi Leute, ich habe hier jetzt einen automatischen Umschalter gebaut für CB-Funkgeräte. Ich habe hier ein Albrecht-Funkgerät mit 6-Pol-Mikrofonstecker und ein Midland-Funkgerät mit 6-Pol. Das Albrecht hier, wenn ich das Ding einschalte, nach links ist an, nach rechts ist aus, mal einschalten, dann kann ich senden auf 41, empfangen auf 40. Die Up-Down-Tasten funktionieren auch. Ich auf 40. Senden tut er auf 41. Das kann man im Scanner auch sehen. Mal Scanner Licht an. 26565 habe ich auf 141 gespeichert, wird der CB-Kanal 41. 1, 2. Das Mikrofon ist nur leise wegen dynamisches Mikrofon und so. Also. Senden 41, empfangen 40. Wenn ich es ausschalte hier, senden 40, empfangen 40. Oder wenn ich auf 41 gehe, senden 41, empfangen 41. Kann hier auch ein Mikrofon abdown schalten. Aber gehe ich auf Kanal 40, das wäre 27, das wäre die höchste Frequenz im CB-Funk, 27405. Schalte ich es ein, kann ich auf 27405 empfangen und auf 26565 senden. Ja, das ist jetzt mit Albrecht. Jetzt stecke ich mal um auf die Midland. Das Mikrofon umstecken und Strom umstecken. Moment. So, und bei der Midland, das ist eine Midland LN78 Plus, funktioniert das auch. Empfangen auf 40, senden auf 41 oder auf 1E, 27415 bin ich da, 1, 2, okay. Und wenn ich das ausschalte, kann ich ganz normal auf Kanal 40 senden. Ja, Up-Down-Tasten gehen da genauso, 40. Ganz normal, also so ist es, wenn es ausgeschaltet ist, ist es ganz normal, CB-Funkgerät. 38, 39, der Scanner ist breitbandig, 40, 1E. Wenn ich es einschalten tue, dann schaltet der beim Senden einen Kanal hoch. 1, 2, 3. Oder mal 1, 2, 3. Ja, okay. Ich muss da mal das andere Mikrofon dran machen, da ist die Moderation besser, weil das Mikrofon ist echt nicht gut. Das Ganze ist nur ein Kasten, wo hier eine Mikrofonbox hier dran ist, wo man ein Mikrofon ansteckt, so eine 6-Pol-Stecker. Und hier, da wird noch ein Mikrofonkabel dann mit dem Stecker rankommen. Ich schraube das Ding jetzt mal auf und zeige euch mal, was da so drin ist. Dann habe ich den ersten Prototyp mal offen. Erstmal da ein Ausschalter, der mit zwei Drähtchen da fest ist. Und eine kleine Platine. Ja, die Platine, die ist mit ein paar Kabelchen hier an der Mikrofonbuchse dran. Und hier geht es weiter zum Mikrofonstecker. Auf den ein PIC 16F628A, 1, 2, 3 Transistoren und ein 5 Volt Festspannungsregler. Und 1, 2, 3, 4, 5, 6 Widerstände, eine Diode, 2 Kondensatoren, 30 Festspannungsregler. Transistor. Ja, insgesamt nicht viel drauf. Und hier hinten sind nur die Verbindungen und die 3D angelötet. Ja.